Da hinten ist irgendwas. Ach komm, eigentlich wollte ich jetzt euch noch was anderes zeigen. Nämlich die Sachen, die ich vorher gesehen habe. Aber das sind so viele. Was ist da? So viel. Irgendwie Kleinvieh? Dann sollte ich vielleicht lieber die Waffe. Also das kann ich am Lagerfeuer machen. Feurig abführend. Tiergift heilen. Ausdauer minus 1 und Rat minus 1. Okay. Also kriegt man schmerzhaften Durchfall. Okay. Und Heilpulver ist super schlecht. Ich weiß nicht, warum man das braucht. Es ist auch am Anfang des Spiels scheiße. Wir schauen mal, was da ist. Da sind sehr viele. Vielleicht kann ich die von Weitem erschießen. Ede, siehst du was? Sind deine Sensoren so gut? Das ist ein bisschen zu gut. Okay, wir gehen nach oben hin. Wir sind noch versteckt. Ich bin nicht gewohnt, dass die Sensoren so gut sind. Da ist auch noch was. Warum greifst du den jetzt an? Jetzt muss ich auch. Okay. Dann schießen wir mal. Das ist ja widerlich. Was ist das denn? Wir haben 9 Schaden, 15. Ja, komm. Nimm mir die Pistole. Was ist das denn? Ich glaube, die weiß ich noch von letzten Mal. Ein Centaur, der mutiert ist. Die nichts machen können, weil. Jetzt geht die Waffe, jetzt geht's los. Aber ich bin so schlecht darin. Oh, warte, wer ist das denn? Ein Supermutantenanführer. Jetzt geht's los. Hier hast du ein bisschen Dynamit genau vor dem Bein. Aua. Warum sind da denn jetzt so viele seltsame. Das sieht aber cool aus. Guck mal, er hat seine Waffe verloren. Und dann laufen wir da runter. Er holt seine Waffe wieder. Und, was ist hier gerade passiert? Und du kommst auch weg. Oh, wir haben einen super Mutanten. Oh, der spuckt mich an. Oh mein Gott. Tschüss. Hui, da rutscht er aber weg. Wir sind in Gefahr. Okay, wir nehmen wieder unsere Machete, wo ich wieder vergesse, wo wir es haben. Wir haben einen Mutantenanführer umgebracht, haben eine Minigun jetzt. Was ist das denn für ein Scheiß? Ist die schwer? Oh, da! Oh mein Gott! Hallo, Centaur. Ich versuche dich mal hier abzupacken. Du bist nämlich sehr widerlich. Ich bin gerade sehr angeekelt. Da ist aber noch einer. Centaur Blut. Wiegt nichts. Sehr schön. Lass mich erstmal hier jetzt gucken. Ich bin gerade. Meine Rad gehen in die Höhe. Das ist nicht gut. Strahlenkrankheit zugezogen. Suchen Sie einen Arzt auf und nehmen Sie Radebeul ein. Sie können sich im Voraus schützen, indem Sie ein Red X einnehmen. Okay, probieren wir gleich mal. Probieren wir gleich. Ist jetzt auch neu. Wie viel habe ich denn von Red X? Weil es ist jetzt lange her, dass ich das brauchte. Red X. Strahlenresistenz. Und Right Away habe ich nur 2. Ne, da. Gucken wir. Wo ist denn Ede? Was machst du gerade? Oh, da ist noch einer. Nehmen wir mit, falls es irgendjemand. 3 Blut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist das Spiel, ne? Da kommt dann irgendwo so eine kleine Heuschrecke her und du denkst dir, okay. Und plötzlich. Ede!
Ist Ede tot? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist Ede? Okay. Wo ist mein Ede? Los, sag mir's! Ich hau dir die Augen aus, du Bitch! Rutsch nicht runter, rutsch nicht runter. Ich brauche dein Blut noch. Das hört sich falsch an, aber richtig zugleich. Ja. Wo ist Ede? Ist da Ede? Oh, ich hör's. Ich hör ihn. Ich hör dich. Ein Glück. Alles ist gut. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich hör ihn. Gut, müssen wir zum Arzt. Können wir sowieso... warte mal. Wir kennen nur einen Arzt. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ich gucke immer mal wieder, ob die Aufnahme so weit so gut ist. Aber ich muss da mal schauen. Das sieht sehr gefährlich aus hier. Wo bist du, Ede? Wir gehen jetzt mal hier hoch wieder. Da unten ist mir zu viel Verstrahlung. Wir haben eine Minigun jetzt. Das ist schon lustig. Ist ja gut. Ah, da ist es immer noch. Okay. Wir gehen hier wieder runter. Ist ja gut. Da bist du. Bist du hängen geblieben? Na komm. Ist alles gut. Denn ich dachte schon, du wärst tot. Aber er ist nur hängen geblieben. Gut, haben wir das auch geschafft. Wir sind aber nicht mal Level höher gegangen. Haben einen Mutanten, also durch deren Pulver hier, TNT, haben wir ihn umgebracht. Schön. Hat aber scheinbar nicht genug Erfahrung gegeben von Level Up. War ja nur ein Anführer mit einer Minigun. Aber meine Fresse, waren wir cool. Nein, schön abgelenkt, oder? Wisst ihr, was ich meine? Super schön abgelenkt. Ich habe da was gefunden und das will ich euch nämlich zeigen. Okay, die Musik ist ein bisschen ominös. Warum auch immer. Nicht nur was gefunden auf dem Weg hier, was man einsammeln kann, was ich euch jetzt zeigen werde, sondern da war noch was. Da hinten. Voll kühl. Aber erstmal war hier was. Ich will es nicht spoilern, weil das hat mich sehr an mein allererstes Abenteuer in Fallout 3 erinnert. Und da freue ich mich drauf. Da war es gefährlich. Hier sind viel zu viele große Skorpione. Was war das denn jetzt? Ein Erdbeben? Also erstmal haben wir den Trockensee gefunden. Und da ist zum Beispiel... Oh, der ist tot. Warum ist der tot? Der war letztes Mal nicht tot. Der war nämlich der so angegriffen hat, aber ich habe ihn nicht angegriffen. Da. Ich tue gar nichts. Lalalala. Und ich sag so, na, ich bin nett. Wie geht's dir? Und deshalb tut Ede auch nichts. Aber er ist wie ein Hund, der auf mich aufpasst. Und das finde ich sehr nice. Hier ist nämlich was gewesen. Ein Werkzeugkiste. Die nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, was hier alles ist. Und dann gehe ich hier so weiter und denke mir, ich muss dich nicht umbringen. Und jetzt, oh nein, Ede, Hilfe! Oh, das Tier greift mich an. Ich bin so in Gefahr. So. So einfach kann man es machen. Riesenskorpion. Das war jetzt kein Riesenskorpion. Aber das finde ich sehr süß und lustig und praktisch. Weil ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, dass meine Moral irgendwie im Eimer ist. Ich gehe hier einfach durch, mach mein Ding. Und wenn jemand mir doof kommt, dann habe ich Ede. Oh nein, schon wieder. Was soll ich nur tun? Ein Rindenskorpion, nicht Riesenskorpion. Oh Gott, wie viel gibt es denn noch unterschiedliche Giftarten? Skorpion, nicht Skorpion? Naja. Aber wir bekommen Erfahrung, wenn wir was finden. Deshalb... Ui! Ist hier irgendwas? Das habe ich letztes Mal gar nicht angeguckt. Ich bin einmal durchgelaufen. Aber wir haben die Rennstrecke gefunden. Oh, gibt doch keine Erfahrung. Okay. Machete. Ach, hast du nichts? Ameisenfleisch nur. Oh, zwei sogar. Entschuldigung. Da hatte jemand ein Date. Und jetzt hast du ein Date mit... ich bin ja Charon. Also, du hattest ein Date mit mir. So, guckt mal. Guckt mal. Guckt mal. Das ist ein Loch. Bisschen spät, würde ich sagen.
Achso, nee, du. Mach mal. Als ich letztes Mal ihn hatte, hat er die ganze Zeit Musik gespielt. Da. Wir sind super, ein super Team. Wo bist du? Da bist du. Alles gut. Und er labert nicht die ganze Zeit. Guckt mal hier. Ein Loch. Ein Ameisenloch. Deshalb. Das ist so toll. Es hat nämlich sehr an die Riesenameise aus Fallout 3. What? Das macht keinen Sinn. Es ist nur so ein Prank-Aufkleber. Ein Loch-Aufkleber. Oh nein. Es ist gar kein richtiges Loch. Das hat er... schon gut. Okay. Da muss aber doch irgendwas mit sein. Es gibt ja irgendwo einen Eingang oder so. Die können doch nicht einfach ein Loch hier hin machen. Auf einem Ort, den man entdecken kann. Und dann Ameisen rundherum. Und dann kann man da nicht rein. Vielleicht ist es eine Quest. Bin ein bisschen... Entschuldigung. Aua. Hab mich gerade verschluckt. Beim Schlucken geredet. Warte du. Ah, wenn man die Luft dann schön hinten in den Rachen reinbekommt. Ich bin jetzt enttäuscht, muss ich zugeben. Was für ein Scheiß ist das denn? Wer greift uns an? Noch eine große. Ja, okay, dann. So. Tschüss. Gut, haben wir das auch gemacht. Ja, ich bin jetzt aber ein bisschen... Oh, jetzt kommt der Stufenaufstieg. Vielleicht waren wir ganz kurz davor. Wir haben ja Dietrich jetzt sogar besser, ne? Wir brauchen immer noch 75 später. Wird ein bisschen problematisch. Ich würde mal sagen, wir gehen trotzdem jetzt mal auf Nahkampf. Einfach, weil das unser Ding ist. Reparieren, ja, ist schön und ist praktisch. Nur, und schleichen werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ansonsten würde ich Schleichen höher machen. Schusswaffen, wir schießen häufiger und haben ja gesehen, wie nervtötend schlecht wir dann sind. Also würde ich mal sagen, 2 auf Schusswaffen. Ich weiß es wirklich nicht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich sehr viel mit Sprengstoff mache, weil immer wenn ich nicht nah rankommen kann, bringen mir Schusswaffen nichts, weil ich so schlecht bin. Deshalb werfe ich mit Bomben um mich. Und eigentlich ist das gar nicht mal so... Scheiße, muss ich zugeben. Wir gehen mal ihr 2. Ich mag einfach, wenn es voll ist. Dann geben wir uns mal 5 hier und 5 auf Nahkampf, weil wir Nahkämpfer sind. Und dann noch den einen auf... Oh, das triggert mich, die 28. Ist nur ein Ticken, ist nur ein Ticken, keine Sorge. Trotzdem ist es nervtötend. Jupp, wir sind über der 40-Minuten-Marke und jetzt fängt's. Es geht aber noch. Wir hoffen einfach mal. Ich werde es ja später sehen. Und ich mache gleich mal eine Pause. Komm, was soll's. Alles andere brauchen wir nicht unbedingt. Also die Triche für später. Und jetzt dürfen wir uns neue Sachen aussuchen. Wir haben Stufe 8. Höhnischer Imperialist. Sie sehen es nicht gerne, wenn sich Raider, Junkies oder Stammesleute in zivilisierten Gebieten niederlassen. Sie verursachen 15% mehr Schaden gegen sie und erhöhen die Trefferquote. Raider und Stammesleute, das, was wir eben gemacht haben, das wäre eigentlich gut. 15% gegen die? Dann Kommando. Solange sie ein Gewehr, nein. Monsterhieb. Alle Nahkampfwaffen, außer geworfene und Waffenlosangriffe, haben eine Chance, das Ziel niederzuschlagen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber einfach nur, wenn man ein Haut mit dem ersten gleich auf dem Boden, dann wahrscheinlich kann er nicht wieder aufstehen oder sowas, ne? Schnellziehen. Mit Schnellziehen können sie Waffen 50% schneller ausrüsten und wegstecken. Auch interessant für später vielleicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Problem. Wenn ich irgendwo ein Monster sehe, dann beim Hinlaufen ziehe ich meine Waffe. Und erst die Waffe geht erst wieder weg, wenn... Also, brauche ich nicht unbedingt. Schnorrer. Mehr Munition brauche ich nicht. Starker Rücken. Monsterhieb ist toll, aber starker Rücken. Mit dem extra starker Rücken können sie 50 Pfund mehr an Ausrüstung tragen. Was ich eben gesagt habe, ne? Eigentlich müssten wir das nehmen. Einfach nur... Steinmauer. Ihre Schadensschwelle ist gegen alle Nahkampfwaffen und waffenlosen Angriffe um 5 Punkte erhöht. Wow. Sie können im Kampf nicht niedergeschlagen werden. Oh, das ist ja alles super. Das ist ein Problem. Mist. Okay.
Das war's. Das ist auch gut, weil wir ein Tank sind. Aber ich glaube, wenn wir nämlich jetzt... Genau das ist mein Problem. Wenn ich irgendwas finde und ich möchte es mitnehmen, ich möchte nicht immer aussortieren müssen. 50 ist schon recht gut. Einfach nur, falls wir Ede mal nicht mehr haben, oder? Ja, gerade am Anfang. Später machen wir dann das, um einfach nur noch schneller, noch besser zu werden. Aber jetzt gerade versuche ich am Anfang was anderes. Das heißt, starker Rücken macht Sinn, weil wir wollen viel, viel, viel mitnehmen. Yay! 290. Woo! Dabei sind wir schon stark, ey, ne? Just saying. Da hinten, da ist das Auto. Einfach nur... Oh. Ich freue mich jetzt schon wieder darauf. Ich speichere mal. Weil letztes Mal war ich zu nah am Auto. Und dann könnten wir eigentlich zurückgehen. Da sind Leute. Warum sind da Leute? Hier waren wir ja schon, ne? Ja. Warum sind hier Leute? Oh, da ist ein Rabe. Seid ihr das? Bist du das? Egal. Jetzt haben wir Spaß. Denn wir nehmen uns jetzt die Minigun. Aber wir haben 89. Ach komm, ist ein bisschen Verschwendung, würde ich sagen. Können wir irgendwas reparieren? Nein. Wir nehmen uns etwas mit den meisten Munitionen hier. Was soll's? Da. Ede, komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Ich will nicht, dass du in Luft springst. Komm, es bewegt sich schon. Oh, guck mal. Oh, schön. Oh, frohes Neues. Oi. Ach. Love it. Love it. Jennifer, love you. Was sind das für Gegner? Achso, Ameisen. Lame-o. Lame-o. Dann, ich weiß nicht mehr, was wir da hatten. Wir gehen nochmal zurück in die Stadt. Wir müssen jetzt auch nicht in die andere, was soll's. Wir haben ja andere Sachen noch zu tun, ne? Oh, wartet. Ich kann ja einfach nachgucken. Aufgaben. Ede zum Gibson-Schrottplatz in Novak bringen. Warum? Hä? Warte. Daten, Aufgaben. Ede. Ort anzeigen. Ah, okay, das ist ziemlich weit weg. Novak, da muss ich sowieso noch hin, scheinbar. Sonst wüsste ich ja nicht, dass es da ist. Novak Schrottplatz. Oh nö. Was ist hier unten? Der Drive-In. Ja, aber da wurde schon Danke mir gesagt, die DLC erstmal warten. Und das ist ja eine der DLCs, das weiß ich noch. Ja, dann doch noch nicht, ne? Dann gehen wir doch da noch nicht hin. Was haben wir da noch für Aufgaben? Die Gefangenen retten. Ah, das war von ihm. Ah, das Spiel will, dass wir hier gen Osten gehen. I see, I see. Kess ertränkt ihre Sorgen am Mojave Outpost. Ihr Rat arbeitet für die karminrote Karawane. Das ist in New Vegas. Das wird auch noch was. Wir haben also nichts mehr in die Übernippten nach Novak reisen. Das ist wirklich die Quest. Also, wie es weitergeht. Nach Novak brauchen wir. Müssen wir. Dann die Einladung, Happy Trails, das ist alles die, das sind die, heißen sie Mitternacht, Science Fiction, das sind alles die DLCs. Okay, dann haben wir eigentlich gar nichts mehr, nicht wirklich. Weg damit. Nein, ich will es weghaben. Optional. Wir nehmen mal die Hauptquest einfach, was das angeht. Und, gehen wir. Eins noch. Als ich hier den explodieren habe lassen, habe ich hier, was Sinn macht, was wir vorher vergessen haben, weil ich dachte, sie wäre weggelaufen. Der andere Typ da, den wir beklaut haben und die Korken geholt haben, hat ja gegen jemanden gekämpft. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt noch da ist. Doch, muss ja. Ich habe ja die Zeit zurückgeschraubt. Und hier liegt sie. Er hat sie also besiegt. Jacqueline. Ich dachte, Jacqueline treffen wir nochmal. Nee.
Er hat ihr den Kopf weggeschossen. Hat sie aber auch verdient, ne? Und sie hat 2 Sternkorken. Yay! Und den Rest, nehmen wir einfach mit. Tschüss, Jacqueline. Bitch. Verräterin. Und der andere, den mal gucken. Den haben wir ja beklaut. Ich höre irgendwas. Aber sonst war ich nirgends. Nö. Das heißt, das war's. Doch, ich war auf dem Weg zu der Anfangsstadt. Da war aber nichts wirklich. Da waren Hunde. Viele, viele Hunde, die ich wahrscheinlich besiegt haben sollte. Aber ich bin gleich in die schweren Gebiete. Ist typisch für mich. Hä? Die hängen da nicht mehr. Wurden die befreit? Hat er sie befreit? Hat er sie befreit? Wartet. Warum hängen die da nicht mehr? Eine Sache aber noch. Ich habe so viel zu erzählen. Worum geht es denn diesmal? Mecker mich nicht so an. Was ist passiert? Ich mach mich auf Wiedersehen. Ja, schönen Tag. Wo sind die hin? Warum hängen die da nicht mehr? Das ist jetzt seltsam. Sind meine Sachen noch da? Meine Sachen sind noch da. Ein Glück. Das heißt, wir nehmen die mit, gehen zurück. Oh, brauche ich aber gerade nicht, oder? Bright Bruderschaftsrobe. Ja, nee. Dynamit wäre vielleicht ganz gut mitzunehmen. 8. Jetzt, wo wir davon ein paar verschossen haben. Elektroschock. Ich kann mir ja merken, dass wir das hier noch haben. Kernspaltungsbatterie nämlich könnte wichtig sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass die später sagen, wir suchen das. Auch die Coca-Cola und so. Also, das ist alles zum Verkaufen und Machen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen. Wir nehmen mal die Schachteln mit. Die verkaufe ich dann später. Und den Rest für später. Stangezigarette. Ja, werde ich gleich alles verkaufen. Der Rest, da werde ich mir ein bisschen versuchen zu merken, dass wir das haben hier. Versuchen. So, und jetzt schauen wir mal, weil ich habe nämlich eine Sache. Das war Zufall. Ich habe geschaut, ob ich eine Chance hatte. Ich habe es nicht gefunden. Aber, hier rein. In das Haus. Ich mag ja Schlüssel. Und dann habe ich mir leider gespoilert. Nichts weiter. Ich wollte nur gucken, ob man das alles noch schafft. Und, okay, der brennt. Ja, aber sind die anderen runtergekommen jetzt? Oder? Okay. Nee, du musst nicht drüber nachdenken. Ich habe selbst keine Ahnung. Wir wollten ja hier zurück, um die Sachen, um die Safes zu öffnen. Wir haben ja jetzt genug möglich. Wir haben ja jetzt, glaube ich, genug. Ja, das war ja von Anfang an unser Plan. Lang ist es her, ne? Und, oh Mann, ist wirklich lange her. Und ich habe hier geguckt. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Aber hier, es soll wirklich ein Schlüssel sein. Hier soll ein Schlüssel sein. Wir finden den. Nee, jetzt gerade nicht. Hier, da liegt ein Schlüssel. Und das ist nämlich der Schlüssel für diese Tür. Hier. Okay. Den mussten wir gar nicht öffnen. Lohnt sich das denn jetzt mal hierher zu kommen? Weil das andere war ja ziemlich langweilig. Hier wurde Party gemacht, wie es scheint, mit Turbos und Lotterieschein. Warte mal. Batteriescheine. Hä? Dann waren ja hier die Bösen. Dann bin ich jetzt verwirrt. Ich versuche das in meinem Kopf immer mir zu erklären. Lasergewehr können wir auf jeden Fall reparieren. Das ist schön. Wegschmeißen geht später immer noch. Schlagring? Wir nehmen einfach alles mit. Leere Aktenschränke. Das sieht so unaufgeräumt aus. War das schon vorher unaufgeräumt? Habt ihr wirklich oben euch getroffen, hattet richtig schön eine Stadt mit Bürgermeister und Treffen und ein Rat und so. Und dann sieht es so aus, oder waren das jetzt diese, wir sind besser als ihr, Leute? Diese, wie heißt die nochmal? Legion. Weil das ist nicht besser als ihr. Was ist das denn? Geht doch nicht in anderes, weiß nicht, vergewaltigt Legion auch? Ja, nee, warte mal. Nein. Die Legion sagt doch, die anderen sind scheiße. Oder nicht?
Ich bin verwirrt. Die Legion ist doch die, die so verurteilen andere. Also warum? Ha, egal. Kuchen. Sprengstoffkiste. Gerne doch. Erste-Hilfe-Kasten. Ein Bittertrank. Ja, nimm einfach alles mit. Einfach mal Sachen drin. Frischer Mais. Ist jetzt auch nicht so toll. Die beiden Sachen können wir mitnehmen. Den Rest brauchen wir nicht. Ein Toaster. Guck mal, die Kaffee. Da passen sie auf. Das ist sauber. Kaffeeding. Und Werkzeugkasten. Naja. Ich weiß nicht, ob die Designer das vergessen haben, vielleicht. Irgendwie. Ich finde es ja verständlich. Würde es zum Beispiel. Wäre das jetzt ein abgeschlossener Raum und hier hat sich immer der Bürgermeister hinbegeben, um Partys zu machen, dann sollte es aber nicht so aussehen. Dann könnte man den Kontrast zeigen, dass hier alles noch super schön aussieht, weil die Legion hier nie runterkam. Versteht ihr? Es kann nicht alles innerhalb von ein paar Tagen extrem blutig kaputt und sowas sein. Das macht irgendwie keinen Sinn. Naja, apropos, wir gehen nach oben und schauen mal, was es bei dem gibt. Habe ich irgendwas vergessen? Das Licht hilft überhaupt nichts. Okay. Nee, ich glaube, das war nur... ich weiß es nicht mehr. Muss man sich merken. Ich weiß. Also, auf jeden Fall hatten wir im Bürgermeister... Da war noch was im Bürgermeisterzimmer. Ich guck mal, ob wir irgendwas Offensichtliches sehen oder ich es wiedererkenne. Wir hatten nämlich das hier. Und wir können es jetzt. Bin gut genug. Nice. Guck mal, wieso das alles so unaufgeräumt aussieht. Was macht die Legion? Warum ist die Legion so? Es ist so dumm. Es macht keinen Sinn. Die Legion ist so ein Heuchelei dann. Naja. Können wir es alles gebrauchen? Kreuzschlitz? Ich glaube nicht. Das heißt, wir holen uns die Hülsen, auch wenn wir mal was anderes brauchen. Hülsen sind... Haben wir echt genug langsam. Oh, ja. Etwas, was nichts wiegt. Oh, Zigaretten. Da, wenn die Legion hier reingekommen ist, um das alles zu raiden, warum haben sie die Zigaretten nicht mitgenommen oder so? Was lag hier, was besser war? Reinigungsmittel. Hui, jetzt habe ich es schön weggeräumt. Ich arbeite ja auch im Gemischtwarenhandel. So. Patronen, wieder Hülsen. Patronen. Eine Schrotflinte. Oh, die ist was wert. Nehmen wir mit. 2 Stück. Was ist das? Mehr Schaden bei kritischen Treffern. Erhöht Chance auf kritische Treffer. Oh, warte mal. Ist das Nahkampf oder ist das waffenlos? Sieht eher nach waffenlos aus, ne? Wir nehmen es mal trotzdem mit. Können wir immer noch woanders hinpacken. Fleisch und Bohnen. Okay. Hat er einfach mal gedacht, zwischendurch hat er auch mal Hunger. Nein, wieso hat er Fleisch und Bohnen da? Oh, Vorkriegsgeld. Liegt auch einfach. Das macht er. Ich weiß auch nicht. Das ist, wie gesagt, die einzige Kritik, nicht die einzige, aber eine der Kritik, die ich gerade habe. Bei Fallout hatte ich selten das Gefühl. Da hatte ich mal das Gefühl, da macht es Sinn, wenn etwas irgendwo lag. Hier ist es so, warum? Einfach nur, leg da was drauf. Wir müssen da noch was drauf haben. Okay. Ist ja auch egal, wir haben es jetzt. Ich hoffe, wir haben alles gefunden. Oft ist ja irgendwas versteckt. Es gab hier jetzt nichts Besonderes. Doch, dieses Nahkampfding. Da gucken wir mal. Waffen. Klingenhandschuh. Na, ist waffenlos. Okay. Oh, die Schrotflinte. Von 280, wir haben die zweimal, reparieren wir zu 280, dann macht es Sinn. Dann ist es eine Wertsteigerung. Ansonsten ist es eine Wertsteigerung. Dann macht ja Sinn. Wenn du dir irgendwas kaufst und selbstständig dran rumwerkelst, dann
geht der Wert runter. Macht schon Sinn. Schlagring kann ich reparieren. Nee, ich will jetzt nicht meinen Stachelring dafür. Ist der Schlagring besser? Nein. Das heißt, schön mein Stachelring. Aber eigentlich brauche ich es auch nicht mehr. Warte mal. Wir haben ja jetzt einen Stachelring. Der ist 500 wert. Und hat einen Schaden von 29. Und der, die Klingehandschuh. 29. Aber mehr kritische Treffer, ne? Aber der Stachelschlagring ist schön leicht. Ich glaube, den behalten wir. Und der Rest kann weg. Oh, guckt mal, das ist ja fast. Wir reparieren erstmal das. Und dann nochmal den. Dann haben wir das auch. Boah, wir werden so viel Geld machen. Vielleicht behalte ich, werde ich es auch erstmal behalten. Nächstes Mal Falschen erhöhen. Um dann noch mehr Geld rauszuholen. Ne, ne, ne. Das hört sich doch auch gut an. Gut, haben wir das auch geschafft. War hier noch was? War ich irgendwie... war hier noch was? Der Terminal? Teste? Gerade von Sie meinen... Achso. Ich musste keine Sekunde bewegen. Was? Achso, okay. Gut. Reset der Zentralrechnerverbindung, das verstehe ich nicht, muss ich zugeben, was das soll. Der Rest war, glaube ich, nichts. Aber war hier nicht noch irgendetwas, was ich auch nicht machen konnte? Also ich habe hier nur aufgeschrieben, irgendwo, das als in... Es ist ein Safe gibt im Bison Hotel. Der ist aber hoch. Einfach nur, dass ich mir die hohen aufschreibe. Weil das dauert noch, bis wir die öffnen können. Aber ich glaube, das habe ich schon vergessen teilweise. Also, ich glaube ja. Dann gehen wir wieder raus. Wenn hier noch was war, könnt ihr es ja ruhig sagen. Ich glaube aber nicht. In den Häusern war noch. Das weiß ich. Vielleicht verschwinden die Leichen ja auch, weil jemand vorbeikommt. Und der mag Leichen oder so. Mal schauen. Nach ein paar Tagen oder so. Ist ja auch egal, wenn hier keiner mehr einzieht.